Hi Tennis und willkommen zu meiner Mesa 2.0 Vorstellung. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich erstmal bedanken, dass ich die 200 Abonnenten mittlerweile geknackt habe. Vielen Dank an euch alle, die neu mit dabei sind oder auch schon etwas länger. Das spielt überhaupt keine Rolle. Auch für die ganzen netten Kommentare, Informationen und Hilfen. Also man tauscht sich da wirklich super gut aus und dann möchte ich mich an der Stelle nochmal bei euch allen bedanken. Und ja, jetzt kommen wir mal zu meiner Mesa 2.0 Vorstellung. Und ja, nochmal, auch für die neuen, bei der 2.0-Vorstellung werde ich nicht auf jede einzelne Fähigkeit eingehen, da ich darüber schon über Mesa ein normales Video gemacht habe, wo ich sie komplett erkläre. Und hier in der 2.0-Vorstellung geht es dann direkt einmal aufs Bild und dazu erkläre ich dann ein kleines bisschen. Ja, Mesa wird natürlich gerade gespielt in entweder schnelle Auslöschungen zu waschen oder auch Verteidigung schnell zu waschen. Und ja, Steel Pass bietet sich auch ganz gut mit ihr an und deswegen habe ich hier auch ein Ulti-Bild gemacht, was für die ganzen Missionen sehr gut funktioniert. Da seht ihr schon klar, wir wollen hier die Ulti pushen, deswegen Pistolenverbesserung als Aura 27% on top. Dann nochmal Arcana Präzision, wo wir unsere Ulti nochmal schön mit hochziehen, auch wenn hier nur bei mir auf Rang 3 Arcana Präzision, aber trotzdem die 80%ige Chance auf die 200% extra Schaden. Bei Kopfschuss nehmen wir natürlich gerne mit die 200 extra Schaden für die Ulti nochmal oben drauf. Ja, die 80% natürlich wird hier die ganze Zeit ausgelöst, sieht man nachher nochmal. Heißt, wir haben hier alleine schon 227% nochmal extra Schaden oben drauf. Ja, dann auch wieder Flussvorbereitung, ganz einfach der Mix, da wir oder ich ganz gerne gerade auch in schnellen Missionen wie Auslöschung sofort aktiv sein möchte, nicht da erst Energieplatten schmeißen möchte oder ja mit den Operator Energiepumpen etc. Deswegen, wir starten hier sofort mit 531 Energie und dann geht es sofort ab. Ja, dann haben wir noch Gleichgewicht mit drin. Wir spielen hier wieder mit der Sumpf-Set ganz einfach im Begleiter drin. Da wandeln wir wieder Energiekugeln zu Gesundheit um und Gesundheitskugeln zu Energie, was ganz einfach bedeutet. In Zusammenhang mit der Feldapotheke haben wir hier dauerhaft volle Energie und können somit hier alle Fähigkeiten immer schön aktivieren im Laufe der Mission. Und das heißt ganz einfach, dass wir hier dann klar auch lange Steel Pass spielen können und nicht nur mal eben so eine kleine Auslöschungsmission waschen können. Ja, dann geht es weiter mit engstirnig und vor allem Kontinuität. Wir wollen noch mal ein bisschen Dauer mit drin haben, ganz klar für unsere Fähigkeiten. Sieht man dann hier die Feldapotheke. Ist dann knapp 19 Sekunden aktiv. Dann haben wir noch die Schießbude, ist fast 45 Sekunden aktiv. Dann noch Splitterschild, knapp 38 Sekunden. Hier auch sieht man ganz schön schon mal die Schadensreduktion von 95%. Ist dann hier auch das Maximum, was wir gehen können. Ja, und zu guter Letzt dann nochmal der Friedensstifter. Ganz klar, erstens mal skaliert die Fähigkeiten Dauer, genau, und auch die Effizienz einmal auf die Ulti, nämlich Energie pro Sekunde, ist da auch ganz wichtig hier. Da wollen wir auch nicht viel zu hoch werden. Deswegen flüchtige Expertise nochmal mit drinne. Mesas Walzer für die Ulti, ganz einfach, damit wir auch beweglich sind, rumlaufen können. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann nochmal mit flüchtige Stärke drinne etwas. Stärke ist ja auch nicht verkehrt. Damit pushen wir nochmal schön die Ulti, haben dann nochmal den Chance-Multiplikator von 2,32. Und außerdem haben wir hier auch nochmal in der Schießbude einen erhöhten Schaden von fast 39%. Ja, und schnelles Denken ist ganz einfach für die schwierigeren Missionen, zum Beispiel hier Steel Pass. Da brauchen wir hier nicht mit Shieldbreaker, wie ich ja bei vielen Spielen auch schon mal erklärt habe, zum Beispiel in meiner Wisp, weil ganz einfach, wir können hier bis auf die erste Fähigkeit, zum Beispiel, können wir hier die ganze Zeit, wenn dann nur Spam für den Shieldbreaker, dann müssen immer wieder raus aus die Ulti und wieder rein, denn die zweite und dritte Fähigkeit ist dauerhaft aktiv und wir müssen einfach warten, bis der Counter hier runtergelaufen ist. Und deswegen bietet sich hier definitiv kein Shieldbreaker, zumindest hier in meiner Spielweise, an. Ja, und schnelles Denken ist dann, wie gesagt, einfach nochmal unser Retter, weil wir hier dauerhaft halt Energie haben und ja, wenn wir da mal nicht aufpassen oder die Gegner etwas schwieriger werden, dann wird auf jeden Fall schnelles Denken das eine oder andere Mal uns den Hintern retten. Wenn wir jetzt Low-Level-Missionen spielen, Auslöschung oder ja, Verteidigung bis Level 70, 80, 90, kann man auch schnelles Denken hier rauspacken und dann beispielsweise nochmal schattenhafte Verstärkung mit reinpacken, um ganz einfach nochmal
etwas mehr Stärke zu bekommen und pusht dann natürlich auch nochmal seine Ulti und auch die Schießbude. Aber wie gesagt, ich brauche hier nicht noch mehr Stärke, denn wir in Low Level schießen wir auch so alles weg in der Ulti und im höheren Bereich brauchen wir hier definitiv schnelles Denken und auf andere Mods kann man hier nicht wirklich verzichten. Ja, zu guter Letzt habe ich dann noch Arcana Beschützer auch mal wieder mit drin, da wir hier diesmal ohne Shieldbreaker spielen und der Helm ja auch dauerhaft aktiv ist, da wir hier auch in der Ulti nicht unbesiegbar sind und auch Schaden bekommen. Heißt, wir haben hier dauerhaft auch die 900 Rüstung nochmal oben drauf, macht uns nochmal etwas mehr tanky. Hatte ich ja gerade nochmal gesagt. Außerdem haben wir dann hier noch bei Schlitterschild die 95% Schadensreduktion. Also da halten wir auch eine Menge aus und deswegen habe ich hier auch keinerlei Leben drinne. Die 405 reichen mir hier vollkommen aus und dann schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Werde jetzt auch hier hingehen und nicht die Gegner stunnen, ganz klar auch nicht und sterb mich, denn wir wollen uns das einmal so anschauen. Achso, bevor es losgeht, sollte ich vielleicht noch mal eben kurz meine zwei Ulti-Builds zeigen. Da gibt es dann zwei Stück, einmal für Steel Pass und einmal normal. Da ist dann einmal für Steel Pass, ganz einfach. Steel Pass haben wir dann nämlich die Grenier-Gegner und die sind dann anfälliger gegen Korrosion. Deswegen gehen wir hier auf Korrosion. Und Allround ist ganz einfach, wir haben hier wieder unseren Virusschaden. Also da habe ich dann einfach nur hier Schockfrost und einmal Zuckungen getauscht, um das Element zu wechseln. Ansonsten sieht man, sind die Mods komplett identisch. Und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Ja, korrumpierte Kanonier, Eximus, Gegner, Gegner Level 175, alles aus. Splitterschild, Feldapotheke, Schießbude und dann warten wir mal, bis wir jetzt auf die galvanisierten Mods aktiv werden. Da oben sieht man schon die ganze Zeit, Arcana Beschützer ist aktiv. Ja, und jetzt greifen wir die galvanisierten Mods und man sieht da auch mal ganz schön die Gesundheitsumwandlung mit drinne. Ja, und man sieht, wir machen so schon selbst mit die 155% Fähigkeitenstärke mehr als genug Schaden. Also da braucht man nicht noch unbedingt gerade jetzt im Steel Pass, da brauchen wir eher schnelles Denken als jetzt noch mehr Power drin. Wie gesagt, in Low Level könnt ihr da gerne schattenhafte Verstärkung für austauschen, aber alles was so Steel Pass beträgt, definitiv würde ich euch da raten, schnelles Denken mit reinpacken. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch hat mein Video gefallen, lasst mir gerne Feedback da und bis zum nächsten Video, Thanos.